Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich habe die letzte Aufnahme sehr sporadisch beendet, weil ich gerade das Musikstück so schön fand. Ich muss direkt an den Königssee denken, wo die auch mit Trompete spielen, und hört mal ein bisschen. Hört sich voll schön an, oder? Gut, damit willkommen zurück. Ich dachte, das wäre ein guter Moment, um die Aufnahme einfach mal mit so einem Eindruck zu beenden. Nicht mit meinem Gequassel, sondern mit dem, was das Spiel uns bietet. Lass mich raten, er ist hier reingefahren. Wir müssen ihm raushelfen. Eupho. Oh, hallo. Du bist etwa hier, um mich zu retten? Bin selbst rein. Ja, schon. Ah. Huh, danke. Ich war auf dem Weg zum Dorf der Orni, um den Schneesturm-geplagten neue Vorräte zu bringen. Außerdem wollte ich hier Herzen mit dem Klang meines Horns erwärmen, also ihre Herzen. Aber da tat sich plötzlich diese Grube hier unter mir auf und padauts lag ich drin. Ah. Mein Pferd ist weggelaufen, meine Ladung ist hinüber, mir bleibt nichts als mein Wagen. Oh. Ich kann die Grubenwände leider nicht hochklettern, schon gar nicht mitsamt meinem Wagen. Ich bin hier wirklich kurz vorm Verzweifeln. Oh. Doch zum Glück bist du ja jetzt da, um mir zu helfen. Hast du schon eine Idee, wie ich aus dieser Grube rauskommen kann? Die Rettung des Hornisten. Ach man, das ist voll schön. Ey, ich will nur helfen, ja. Ganz ehrlich, nach dem einen Krog ist alles andere einfach. Wir müssen gerade mal kurz warten. Vorsicht! Würde jetzt hier sich einfach seinem Schicksal ergeben, der Gute. Wie bekomme ich den denn jetzt hier raus? Ich kann die Grubenwände nicht hochklettern und ich würde auch ungern meinen Wagen zurücklassen. Ach, könnte ich doch nur mitsamt meinem Wagen der Grube entkommen, am besten währenddessen ich drauf sitze. Steig auf den Wagen. In der Tat. Ein Wagen, der durch die Luft fliegt. Ein plötzlich erscheinender Ausweg. Und sogar eine unsichtbare Kraft, die den Wagen heraushebt. Alle Lösungswege, die mir einfallen, setzen ein Wunder voraus. Muss ich den jetzt wirklich... Sorry, setz dich mal drauf, bitte. Aber gut, ich vertraue dir einfach mal. Genau. Und hopp. Oi! Ich sitze auf dem Wagen. Oh Gott. Ah, wir kippen um. Ja, weil es nicht mittig ist. Ich sehe das Problem.
Ich helfe dir doch. Wir kriegen das hin. Reicht das schon? Bin ich aus der Grube raus? Okay, da hätten wir einfach hochsteigen lassen können. Oh, hurra! Endlich wieder frei! In der Aufregung ist meine Brille ganz beschlagen, sodass ich kaum mitbekommen habe. Aber du hast mich irgendwie da rausbekommen. So viel steht fest. Wenn du nicht vorbeigekommen wärst, hätte ich wohl noch einige Tage in der Grube verbracht. Ich kann immer noch nicht glauben, dass dieser Kataklysmus ganz Hyrule verwüstet hat. Hätte ich danach nicht so kopflos das Ensemble verlassen, wäre mir dieser Unfall hier erspart geblieben. Die Hilfsgüter für das Dorf der Orni sind nun alle unbrauchbar. Da bleibt mir nicht viel anderes übrig, als zum Ensemble zügellos zurückzukehren und dort mein Bestes zu geben. Wie? Du hast noch nie von uns gehört? Als Ensemble zügellos reisen wir von Stall zu Stall, um dort die Reisenden mit unserer Melodie zu erfreuen. Jetzt im Moment müssten meine Kollegen im Stall des Waldes sein, also in Elden, ziemlich weit weg von hier. Ich gebe erstmal den Mietwagen zurück und schließe mich dann dem Ensemble wieder an. Ich hoffe, ich kann an der Seite vom Herrn Kapellmeister und den anderen wieder viele Zuhörer eine Freude machen. Bevor ich es vergesse, ich habe hier noch eine Kleinigkeit für dich zum Dank für meine Rettung. Es handelt sich um eine gar köstliche Kochzutat, die mein kleines Abenteuer glücklicherweise unbeschadet überstand. Oha. Ausdauerhonig mal 3. Ja. So, dann mache ich mich mal auf den Weg. Sollten wir uns irgendwie mal wieder über den Weg wieder laufen bei den Stellen, wäre es mir eine Ehre, dich mit meinem Hornspiel zu erfreuen. Lass mich raten, die sind alle verstreut. Die Rettung des Hornisten. Geschafft. Naja, ein paar Vorräte waren ja noch da. Gut, ja, was für eine süße Aufgabe. Haben wir den hier mal rausgeholt. Erstmal hoch, ne? Oder? Genau, wir gehen erstmal auf den Gießerhügel, ja. Heieiei. Was für ein toller Hornist. Nein, die Melodie war wirklich schön. Hat er schön gemacht. Ja, der Königssee, wer es nicht kennt, das ist sehr weit südlich von Bayern. Im Südosten von Bayern, um genau zu sein. Und dort kann man dann mit einem Boot über diesen sogenannten Königssee fahren. Und dort wird dann eine Trompete gespielt. Und man kann den Schall oder das Echo der Trompete, ich glaube 4, 5, 6, 7 Mal hören, wie das dann... Und da muss ich gerade dran denken. Schöne Erinnerung. Da geht es dieses Jahr aber wahrscheinlich wieder hin, im September. Ne? Also Urlaub ist geplant, wieder am Königssee. Und dann würde ich dieses Jahr wieder die Trompete hören können. Da waren wir schon ein paar Mal. Ist wirklich ein sehr schöner Urlaubsort. Zum Wandern schön, zum Fahrradfahren, zum Entspannen. Aua. Ja, ihr habt es schon gesehen. Ne? Was ist jetzt ein Topas auf einem Schwert, auf einem Reiseschwert? Das kann schon gefährlich werden. Glaubt man gar nicht. Mhm.
Ich freue mich auch schon aufs Ornidorf. Das wird ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt, dann die erste richtige Siedlung, die wir sehen. Ach man, ich mag euch. Was soll als nächstes kaputt gehen? Die, oder? Wird Zeit. Haben wir hier noch irgendwas versteckt? Nee, oder? Und der jetzt her? Eieiei. Oh yeah. Ex-Alpho-Horn, ihr wisst ja, für die geilsten Waffen überhaupt. War jetzt ein Ex-Alpho? Total merkwürdig. Das heißt also, auf jeden Fall gibt es sogar noch mehrere davon. Eieiei. Leute, ihr habt euch verlaufen, kann das sein? Exalfo-Schild haben wir bestimmt noch nicht fotografiert, oder? Nee. Exal-Schild. Finde ich auch so sportlich, die Namen mit diesem Exal-Schwert, Exalfo, ihr wisst schon. Der Lieblingsschild von Exalfo-Kriegern. Er ist immerhin aus Metall, aber so primitiv gefertigt, dass er nicht vielen Angriffen standhält. Aber besser als ein Reiseschild. Müssen wir hier natürlich auch nochmal gucken, nicht, dass da noch was ist. Ja, Hateno, Kakariko, das sind so die beiden Orte, die wir eigentlich... Da ist irgendwas drin. Die wir normalerweise auch vor der... Also außerhalb der vier großen Orte aufsuchen sollten. Aber ich fühle mich jetzt auch von Impa so gedrängt, oder nee, eher gesagt von Pura so gedrängt, zu den Ornis zu gehen. Ja, aber eigentlich wäre ja Kakariko auch jetzt interessant. Ist das eine Bombe? Ich weiß nicht, was das hier ist. Ich schätze mal eine Bombe. Sieht zumindest so aus, wir sind ja fast tot, ne? Eieiei. Baby, du mein Freund. Machen wir mal hier. Mein Freund, ich habe ihn verloren. Er ist da hinten. Er zeigt mir auch schon, wo er ist, aber ich komme nicht hin. Ich bin so erschöpft. Ja. Ja. Und nein. Das war tief. Was machen die Dinger? Mhm.
Oh. Okay. Das sah nach der richtigen Stelle aus. Einmal die Bombe mitnehmen, bitte. Ja, das kriegen wir hin. Mit dem Gleiter rüber. Da hätten wir natürlich vorher das Bombenmodul nehmen können, ne? Die sind natürlich unglaublich mächtig für Fahrzeuge und sowas, wenn man dann damit unbegrenzt lang fahren kann. So. Da unten. Gleiter. Ganz ehrlich. Gleiter, Rakete und das sollte laufen. Da sind wir aber nicht rübergegangen über dieses coole Brett, oder? Weil es noch kommt. Ich habe nichts gesagt, weil es noch kommt. Okay, ich weiß nicht, ob wir bereit sind. Keine perfekte Landung, gebe ich ja zu, aber wir haben es geschafft. Voll schön hier. Danke, du hast meinen Freund zurückgebracht hier als Dankeschön. Tschüssi. Ich mag das ja. Du hast meinen besten Freund zu mir gebracht. Dank dir bin ich am Ziel. Oh, das ist so süß einfach. Harmoniert natürlich perfekt mit den... Oh, Schwertgras. Harmoniert natürlich perfekt mit dieser Baumöglichkeit, dass man so immer... Noch einer? Ey, Mann, ich dachte, nah bei meinen Freunden findet mich niemand. Tschüss. Prinzessin-Enzian, guck mal hier. Die Lieblingsblume von Zelda, die auch immer bei den Denkmälern lag bis jetzt. Ich habe generell die Pflanzen sehr ausgeblendet beim Fotografieren, ne? Voll die schöne Ecke hier.
Und gleich drei Crocs jetzt, ne? Also drei Crocs-Samen. Ja doch, drei Crocs, kann man so sagen. Okay. Dann haben wir das durch. Dann würde ich jetzt einfach einmal hier lang reiten, oder? Mal schauen, was wir hier noch so sehen. Ich bin gespannt. Können dann gerne auch im nächsten Stall mal auf Epona wechseln, just for fun. Ich liebe ja Epona, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Okay, ein Fuchs. Ein Lager, das können wir schön von hier oben aus angreifen. Können wir mal gucken, was hier noch ist. Kratz, 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 kratz. Desert, ich park dich mal hier, ja? Hier würde ich einen Leuen hinpacken. Eiskalt. Oh, ne. Nivorok, das ist auch eine Option. Schade. Schaden von dem Schwert. Wow. Mhm. Muss ich nicht zu sagen, oder? I don't know. Sieht süß aus. Nee, das ist nicht mehr die spitzeste Waffe, aber... Vielleicht braucht es das auch gar nicht. Schön, aber die Edelsteine müssen wir mal gucken, ob wir die wirklich bei einem normalen Händler abgeben oder ob es da vielleicht einen Sonderhändler für gibt. Das weiß ich nicht, deswegen bin ich da auch noch vorsichtig mit. Tja, das ist mein Lager, ha? Naja. Aber der hat ordentlich Schaden gemacht mit seinem Ding hier. Ein Soldaten, Zweihänder mit der Stachelkeule drauf, das hätte reingehauen. Ah, Bogenknappheit haben wir aktuell. Holzpfeile, danke. Na gut. Gar kein Problem. Also, ob man sich so Evarox nicht auch markieren sollte auf lange Sicht, dass man da sich immer wieder die Herzen holen kann. Mm-hmm.
Mit dem See hier weiß ich halt nicht, ne? Ah, da gehen wir auch besser von oben aus hin. Der Wirbelsturm. Eieiei. Schade ist natürlich, dass ich, weil wir jetzt nicht nochmal im Vorfeld zum Beispiel Breath of the Wild gespielt haben, im Dorf der Orni die Charaktere vermutlich nicht alle wiedererkennen. Das ist echt schade. Es sind jetzt 10 Jahre vergangen knapp. Oh ne. Ach ne. Ihr habt's doch auch gesehen. Gibt's doch zu. Einfach einen Stock wollte ich nicht mitnehmen, aber warum nicht? Schaden kann es ja vermutlich auch nicht. In der Schlucht waren wir schon, das ist jetzt der Vorteil. Oha, guck mal hier. Hier ist wieder verdächtig für Crocs natürlich. So viele Bäume. Aber hier jetzt auf jeden drauf zu klettern, wäre auch ein bisschen over the top. Aber es ist wieder sehr verdächtig und auffällig. Wenn hier jetzt einer drauf ist, ne? Das werden wir vermutlich nie erfahren. Außer wir haben noch irgendwas. Schade. Was ist hier los? Hör mal. Freundchen. Oh, das war gemein. Da ist ein Krog, das sehe ich doch gleich. Irgendeinen Schrein, den wir noch nicht markiert haben? Du hast mich gefunden, war vielleicht auch ein bisschen zu offensichtlich. Küchi. Oh Mann, Mann, Mann. Das Dorf der Orni. Mit dem süßen Vogelkopf da oben. Ach Mann. Aber der, dass hier alles vollgeschneit ist. Wow. Ah, diese beiden Bändel hinten dran sind neu. Dammit, das habe ich nicht erkannt. Ah, dammit.
Oh, verdammt. Ja, deswegen Steintreffen, ne? Ja, ich... Okay, sehr schön. Hätte man jetzt auch im Leben lassen können, wenn da keine Kiste gewesen wäre, ne? Jetzt haben wir wirklich, weiß ich nicht. Können ja mal den Topazstab nehmen. Ist natürlich jetzt auch nicht der höchste Schaden, ich weiß, aber ist dafür halt schnell, ne? Bisschen flinker, als immer nur zwei Hände zu nehmen. Krogfächer, ne? Okay, jetzt müssen wir irgendwie da hochkommen. Cool, aber auch wieder ein cooler Kampf. Ich mag die Idee auf jeden Fall, dass man die Ivarox gefährlicher gemacht hat. Nämlich mit meinen Lieblingsgegnern. Man trifft die ja in Breath of the Wild auf dem vergessenen Plateau. Schon ein Ivarok. Und das ist so der erste starke Gegner eigentlich, den man im Spiel bekämpft. Kletter, kletter, kletter. Ich kletter hier so hoch. Da, da, da. Climb, climb. Climb, climb, climb. Nein. Wie war das mit dem, wir brauchen mehr Ausdauer? Naja, naja. Wir haben ja die Herzen zusammen, ne? Also wenn man, da gehe ich von aus, im Ornidorf irgendwo die Herzen investieren kann, dann... Ach, die Herzen, die Segenslichter, meine ich. Na, man kann sich so ein bisschen mogeln, ihr seht das. Das geht hier zwischen auch wieder auf der Schräge, einfach so hier so. Und da sind wir oben. Sehr schön. Eine Idee. Wir könnten doch so die aneinander machen. Dann die schieben. Links, rechts ist jetzt die Frage, ne? Da bin ich mir nicht sicher. Ansonsten... Ich kann nochmal deine Hilfe brauchen. Was soll ich nur machen? Lass mal los. Echt jetzt? Kerzen gerade. Oh, es steht von alleine. Wow. Wie genial. Ich mache es direkt fest. Alles fertig. Dank deiner Hilfe konnte ich das Schild fest im Boden verankern. Jetzt muss es, ja, ich muss es nicht mehr stützen. Ein kleines Wunder. Hier als Dankeschön. Perfekt. Außerdem noch etwas gegen den Hunger. Scharfe Kräuterreisbällchen. Ja, und hier noch was von meiner privaten Sammlung. Donnerblume, sehr gut. Jetzt kann ich endlich auch andere Schilder aufstellen. Ich mache mich aber auf den Weg. Aber... Mal was anderes, ein Hochkantschild. Ne?
Aber die Konstruktion, ich denke mal, die war... Ja. Sie ist immer, sind wir mal ehrlich, das sind immer sehr zweckgemäße Konstruktionen. Ne? Auch die ganzen Autos, die wir bis jetzt gebaut haben. Oh Gott, ist das schön. Wir können gerne irgendwann nochmal was Schöneres machen, aber dann machen wir das, wenn wir... ist das so spontan, oder? Oh. Mhm. Sind wir von den Crocs her aber gut unterwegs, oder? Da eine... Da welche, da, ja. Da. Da waren wir gar nicht drauf, ne? Da müssen wir noch drauf. Wir haben die Kiste vergessen. Ich habe die Kiste vergessen. Es hat sich gelohnt. Wir müssen uns einfach einreden. Es hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Ja. Climb. Das heißt, wir müssen dann vermutlich gleich irgendwann anfangen, die Kältemedizin zu nehmen, ne? Da wäre es auch nicht verkehrt, wenn wir nochmal irgendwo eine Kochstelle finden. Also, oder Essen gegen Kälte. Generell irgendwas gegen die Kälte halt. Sorry, Desert. Ich wette mit euch, naja, so am Rand immer abgestellt zu werden, ist bestimmt auch nicht das Schönste. Weiter geht's. Das ist großartig einfach. Leute, ich kämpfe mit euch nicht auf einem Steg. Davon haben wir noch kein Foto. Top-Foto. Wartet. Geht das? Shit. Mehr oder weniger. Davon kann man auch kein Foto machen, oder? Okay. Octorok-Auge. Dieses nur von Octoroks erhältliche Material fokussiert, sich reflexartig auf sich bewegende Objekte an Pfeilen angebracht, erhöht es die Trefferwahrscheinlichkeit. Da ist es. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Da waren Exalfos, ne? Sind wir uns einig? Das sind Exalfos. Ich würde jetzt einfach mal einen Angriff, einen Überraschungsangriff von oben starten. Und so sicherstellen, dass wir... Oh, dieser Sturm da oben. Ich habe auch schon Lust auf Skyward Sword. Ich habe das ja für Switch hier rumliegen, noch nie gespielt. Wurde mir geschenkt. Danke an der Stelle nochmal. Oh, Kälte. Helfen da denn die Hosen schon oder brauchen wir mehr? Was geht noch? Okay.
Dieser Bumerang, Felsbrocken-Bumerang, das haut wahrscheinlich auch rein. 26 Schaden. Da bin ich dabei. Also das Schwert modifiziere ich gerne. Also mit diesem Material vor allen Dingen. Kälte ist so lange in Ordnung, wie wir sie mit unserer Hose noch auffangen können. Man sieht ja auch, wie schön, dass wir langsamer laufen. Ne? So laufen wir auf Schnee und so normal. Und dann gab es noch Schneeschuhe, mit denen konnte man auf Schnee normal schnell laufen. Weil das so natürlich, als würde man echt durch Schnee laufen halt. Da ist noch ein Schrein. Mhm. Oh, dammit, das habe ich gar nicht gesehen. Mhm, sein Horn, sehr schön. Wie gemein, da war der Stein dafür da, um die hier drin zu ärgern. Schon verstanden. Wie beiläufig er dagegen tritt. Stachelkugelhammer. Ja. Damit können wir bestimmt auch fester Dreck kaputt machen. Ist natürlich jetzt schon wieder hier was anderes als die gemütlichen Gebiete, in denen wir sonst waren. Ihr merkt schon, die Kälte ist dann doch auch für die Stimmung sehr gut dargestellt. Das ist so, oh. Da haben wir ein Haus, das haben wir auch schon markiert. Oha, was ist das denn? Da müssen wir rein, das ist irgendeine Monsterhöhle. Entdeckt Höhle am Tabanta-Hügel. Da kann ich nicht klettern, oder? Irgendwie schon, na gut. Dann geht's ja, ne? Oh Gott, da ist noch irgendwas. Da haben wir wieder unsere Münze. Ich würde gerne wissen, wofür die da ist, aber war das in Eldin oder wo war das nochmal? Eieiei, es dauert wahrscheinlich auch noch ewig, bis wir da hinkommen. Topas. Oh Gott, no. Sonst geht's aber, ja? Höhle Horrorblin.
Aua. Was ist das denn bitte jetzt? Ein blauer Horrorblin. Aha. Ja, okay, das ist jetzt mit dem Zweihänder so blöd. Okay, die gibt's also auch in Blau. Eieiei. Blauer Horrorblinhorn. Hammerförmiges Horn mit dornartigen Spitzen. Befestige es an einer Waffe, um die Angriffskraft spürbar zu erhöhen. Oder koche es mit kleinem Getier, um Medizin herzustellen. Horrorblinherz. Ein seltenes Material, das ein Horrorblind hinterlassen hat. Es ist zu bitter zum Kochen, aber zusammen mit kleinem Getier gut für Medizin. Denkt dran, wir können uns auch das Herz hier dauernd wiederholen. Ich sehe jetzt mal die ganzen Waffen recht entspannt als Verbrauchsgegenstände. Durch den Knochenhaufen durch. Tipps, Tipps, Tipps. Lanze mit Soldaten, zwei Hände. Das ist ja auch eine wilde Mischung, oder? Ja, gut, da kenne ich eine Methode noch. Jetzt haben wir hier Eisblocken, die wir schmelzen müssen. Ganz einfach. Man nimmt sich Holz. Man nimmt sich einen Feuerstein. Der war irgendwo hier oben, ne? Genau. Hin damit. Einen beliebigen Einhänder. Und es passiert von alleine. Mhm. Ja, nee. Okay, jetzt die Frage. Sollen wir mal nach oben gehen? Einfach mal gucken, wo wir rauskommen? Ich weiß es gar nicht. Mhm. Oh Gott, unser Pferd ist jetzt ganz weit hinten, ne? Ist ja noch eine Höhle. Ich mag das Zelt. Notiz auf dem Tisch. Pilz sucht Tagebuch von Ned. Meine Schwester und ich sind den weiten Weg nach Hebra gekommen, um hier Pilze zu suchen. Der Kataklysmus hat hier nämlich dafür gesorgt, dass sich sehr viele Höhlen gebildet haben. Darin finden sich allerlei wertvolle Dinge, Leuchtsamen und Erzbrocken zum Beispiel. Was meine Schwester und mich interessiert, ist natürlich der Pilz, der nur in Höhlen wächst. Sind das die beiden aus Breath of the Wild, die Maxi-Trüffel gesammelt haben? Tja, das war's dann wohl. Na, gehen wir wieder heim. Lassen wir das mit dieser Höhle, Ned. Der Kataklysmus hat viele Höhlen entstehen lassen, also suchen wir uns eine andere. Aber diese Höhle hier, sie ist voller Wesen, die ich noch nie gesehen habe. Ehrlich gesagt will ich einfach nach Hause. Ach komm schon, lass uns wenigstens reingehen, um die Leuchtpilze darin einzusammeln. Wir sind doch den ganzen weiten Weg hergekommen, um Leuchtpilze zu suchen. Man findet sie eben nur in Höhlen. Wenn ich 10 Stück gesammelt habe, gebe ich mich zufrieden. Bitte, bitte. Dann geh du doch rein, Ned. Was? Sag doch nicht sowas. Wir machen das zusammen. Dieser unverkennbare Duft und der sanfte Lichtschein. Kann das sein, dass du Leuchtpilze dabei hast? Könnte ich ein paar von diesen Leuchtpilzen haben? Am besten gleich 10? Ja, bitteschön. Klar, hier.
Vielen lieben Dank. Und damit du nicht ganz leer ausgehst, hier, bitteschön. Scharfer Pilz-Tomateneintopf. Das ist eine große Hilfe. Jetzt müssen wir nämlich gar nicht mehr in die Höhle gehen. Erstaunlich, dass du so viele Leuchtpilze hattest. Man findet sie ja eigentlich nur in Höhlen wie dieser hier. Oh. Naja, wirklich erstaunlich. Du kennst dich also mit Schätzen in Höhlen aus? Es gibt viele wunderbare Dinge, die man in Höhlen finden kann. Erzbrocken mit kostbaren Edelsteinen, Leuchtsamen, die dunkle Orte erhellen und natürlich Leuchtpilze. Wenn du so viele Leuchtpilze hast, dann könntest du vielleicht auch, Mnet, du meintest doch nicht das, an das ich auch gerade denke, oder? Doch, ganz genau das meine ich. Aber wir können ihn da nicht, wir können ihn nicht einweihen, oder? Nein, ganz ausgeschlossen. Entschuldige, über das reden wir eigentlich mit niemandem. Dieses Geheimnis bleibt unter uns Schwestern. Aber wenn wir ihn das nächste Mal treffen, wäre es Schicksal, oder? Dann müssen wir es ihm verraten. Na, Ned. Hast du etwa einen Nachhang an ihm gefressen? Nun ja, es wäre doch nur fair, uns so für die Leuchtpilze zu bedanken. Lass mich so viel sagen. Das, was wir suchen, soll irgendwo hier in Hebra sein. Den größten Teil des Südens haben wir schon abgesucht. Darum machen wir uns jetzt in den Norden auf. Wenn wir uns wiedersehen, erfährst du unser Geheimnis. Bis dann. Oh. Lass uns losgehen, Mac. Auf Wiedersehen. Helle Pilze in dunkler Höhle. Helle Pilze in dunkler Höhle. Gut, hilft uns, hilft natürlich nicht. Wir müssen trotzdem rein. Weil wir, ihr wisst schon. Leuchtpilzhöhle. Hier ist ein Artefakt drin. Hier ist irgendwas Besonderes drin. Ich will ihn haben. Mein Bild. Nein, das Video ist gleich rum. Nein, ich will nicht. Mach, dass es aufhört. Der Wurzel, hm? Sorry, ich bin gerade. Ich will einfach nur. Och nee, kein blauer. Selber schuld, wenn ich mit Link anlegst. Felsbrockenhammer. Mhm. Och nee. Warum fressen die denn die Schwert? Ich meine, die saugen natürlich alles gefühlt ein, aber Schwerter. Schild der Winde. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Was ist da? Ich weiß übrigens, dass die Amiibo-Schwerter und Waffen generell nochmal kommen durch die Amiibos, aber ich möchte sie dennoch nur. Ich möchte sie dennoch behalten. Okay, wir haben die. Oh. Oh. Was? Schneesturm-Tunika. Dieses rituelle Hemd aus uralter Zeit ist aus einem kälteerzeugenden Material hergestellt und soll so in sehr kalten Gebieten Kälteangriffe ermöglichen. Oh mein Gott, das ist wunderschön. Voll geil, wie so ein Wappenrock. Ich mag das ja mit diesen Schreien auch. Mhm. Ich würde gerne wissen, wie das Set aussieht. Aha. Leuchtpilze, ja. Kälteangriffe. Gut, was es genau heißt, wissen wir jetzt noch nicht, aber sie sieht schon mal sehr cool aus. Kennt man das Symbol denn auch? Sieht ein bisschen wie Sona aus. Oh, wartet mal eben.
Jo, sorry, da musste ich mal eben dran gehen. Willkommen zurück. Ja, es sieht nach Sona aus, oder? Das wollte ich gerade sagen. Auch da unten, guckt mal, da unten. Aber das sieht wiederum nach Triforce aus, da ganz unten. Ja, wobei, das macht ja Sinn. Das macht ja Sinn, weil Rauru und Sonja sahen ja Hylianna und... Ja, die... Ja, ihr wisst schon, ne? Die Vorfahren der Hylianna mehr oder weniger. Und dann haben ja Sonau und Hylianna definitiv auch eine gemeinsame Vergangenheit. Das macht natürlich auch Sinn, warum wir dann Triforce und Sonau kombiniert sehen. Zum Beispiel hier in diesem Outfit. Macht Sinn. Kann man sich durchaus herleiten, wenn man will. Gut. Was kennt ihr inzwischen mit diesen Telefonaten? Mit den Telefonaten, dass ich hier und da mal ans Telefon gehen muss. So, einen Riesenleuchtturm. So, einen Riesenleuchtturm. Gehen aber mal wieder auf das Kletteroutfit drüber. Ich finde es wunderschön und ich bin sehr gespannt, wie das Set davon aussieht. Schneesturmtonika. Bei Kälte Eisangriff. Aha. There he is. Hello, my friend. Majoi Signum 16. Das wäre so nice, wenn wir dadurch so eine coole Rüstung bekommen würden, oder? Ist das hier irgendwo? Ja, hier so. Ja, hier ist so eine schöne Ecke. Hier ist eine schöne Ecke. Hier. Guck mal hier. Genau. Muss halt einfach nur gerade sein. Ich wusste es. Hey, cool, Wildbären. Hallo, Desert, sorry. Okay. Cool. Schneesturmtunika. Ich freue mich aufs Set. Ich hoffe, dass die Hose noch dazu passt. Chilichanga, sehr schön. Oh, jetzt gehe ich hier durch nach oben. Nee, machen wir nicht. Ich habe schon die Dornen da oben gesehen. Oh, ein Stall. Oh Gott, ist das steil. Ist das steil? Nicht Stall. Dummidump, dump, dump, dump. Orom Vaka Schrein. Mhm. Schön, wenn man sich so willkommen fühlt. Ich mag ja die Haare von Link. In Breath of the Wild hat er ja so einen schönen Zopf und jetzt sind die so wild. Ich mag das. Ich bin gespannt. So ist es also. Wenn du Gras schneidest, kommt manchmal fast. Rasanter Aufstieg. Orom Vaka Schrein. Das klingt. Oh nein.
Oh nein, nicht wieder. Okay. Raketen. Grundsätzlich cool. Ja, hier ist eine Fuge, ne? Also hier rein. Nee. Also ja, aber nein. Ihr wisst schon. Bisschen dynamischer natürlich. So. Zack. Okay. Oh Mann. Ja, das sind schon natürlich wieder von den Spielereien her. Oh Gott. Oh Gott. Ja, aber es ist von der, vom Design her halt kälter, ne? Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Es ist kälter als beispielsweise. Okay, den Zweck von dem hier verstehe ich nicht. Von dem da hinten auch nicht. Ich würde die jetzt einfach mal nicht verbinden und da jetzt mal eine reinlegen für oben, dass wir eine dabei haben. Ja, es sind wieder ganz viele Spielereien. Nee, was ich sagen wollte, ihr seht das hier auf jeden Fall, die Wände sehen halt kälter aus. Ne? Die Schreine in Breath of the Wild hatten durch diese Chica-Farben etwas Positiveres, kann man das so sagen? What the fuck? Ja, jetzt haben wir da oben. Okay, da kommen immer noch. Okay. Erster Versuch, ne? Boah. Oh. Wie viel Kraft hat denn bitte eine Rakete? Wow. Rhodonit. Aha. What? Alles, also geil. Wahnsinn, gar nicht so schwierig, oder? Gar nicht so schwierig mal wieder. Aber was ein Spektakel, cool. Also die Raketen sind genial. Oh, Besucher dieses Bannschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Ort ruht. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken, das Miasma loszuwerden, das deinen Körper verseucht.
Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen negativ. Okay. Schön. Je steiler der Untergrund ist, desto mehr Ausdauer brauchst du. Wähle eine günstige Route. So ist es. Oh, schön. Mhm. Oder die Route ist uns vorgegeben, weil überall Dornen sind, ne? Da ist ein Krog drauf. Ihr wisst es. Ich weiß es. Das Spiel weiß es. Ach du Schreck. Was ist, was? Ja, ich bin... Das geht aber nicht, oder? Und sie warten nie wieder gesehen. Ja. Wir kommen da ja nicht drauf. Weil die Platte oben zu groß ist. Dann fallen wir runter. Das verstehe ich. Nur damit wir da hochkommen, brauchen wir irgendwas, was wir unter die Rakete machen. Ja. Eine Plattform. Aber hier ist nichts. Gar nichts, oder? Maybe hier? Was die Challenge auch ist, schon hier lang zu laufen? Nee. Hi. Hi. Das ist merkwürdig. Jetzt haben wir die Raketen, aber keinen Unterbau für die Rakete. Ne? Haben wir denn irgendwas, was wir herbeizaubern können? Einen Kochtopf, einen Gleiter? Ob das funktioniert? Okay. Sonanium-Schild. Von den Sonar verwendeter, aus Sonanium gefertigter Schild senkt den Energieverbrauch von befestigten Sonarbauteilen. Ah, darauf kann man dann guten Flammenwerfer machen. Ich verstehe. Und was ist das denn? Es ist kein Schild, es ist ein Parierschild. Okay, schön Fotos, ne? Alles schön anlegen, genau so wie es sich gehört. So. Da könnte ein Krog drunter sein. Das ist ein flacher Stein, ne? Die mögen die Krogs nicht, habe ich das Gefühl. Du. Und das ist aber jetzt kein Stall mehr, oder? Das müsste doch jetzt die Zeitungsredaktion sein. Richtig? Können ja mal hier unser schönes Schwert ausrüsten. Und dem Wetter entsprechend eine Kapuze und... Ah, das ist fast noch am passendsten, oder? Etwas dickeres Gewand. Ja, ich weiß, die Schneesturm, ich finde es auch wunderschön. Ziehen wir auch noch an. Hier unsere Schneesturm-Tunika.
Ja, nee. Also so war es bei den Ornis auf jeden Fall nicht. Offiziell. So war es nicht. Ist ja Tieffrost hier. Kleeblattkurier. Da steht sogar Press oben drauf. Ey, die Brücke ist kaputt. Was war das denn? Also, beim nächsten Mal gibt es... Okay, ich dachte schon, es wäre ein Krog, ne? Eieiei. Beim nächsten Mal gibt es den Kleeblattkurier. Ich bin gespannt. Die haben sich ja hier den Stall angeeignet. Da sehen wir auch schon unseren Kurier, den wir kennengelernt haben. Ich bin gespannt, was wir hier drin finden. Die Ornis. Das heißt, wir können hier aber auch schon mal den Sternchen entfernen. Kleeblattkurier. Und hier auch. So. Dann betritt man vielleicht jetzt so rum die Stadt. Und der Turm ist jetzt... hinter der Ornistadt. Ja, die Frage, ob wir da erst hingehen, ne? Bevor wir die Stadt betreten. Die Musik ist sogar anders. Ich bin gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Tears of the Kingdom. Ich freue mich drauf. Und wir werden gemeinsam den Kleeblattkurier kennenlernen und danach vermutlich einmal um die Ornistadt rumreiten, oder? Wir werden es sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Aber wir haben es geschafft, ne? Wir haben jetzt wirklich den Weg größtenteils hinter uns gebracht. Wir haben jetzt natürlich das hier ausgelassen. Wie schon gesagt, werden wir uns das Ganze mit dem Gebiet hier zusammen angucken. Aber wir sind so weit, dass wir jetzt hier, guckt es euch an, vermutlich dann hier rum. Dann gucken wir uns den Berg auch noch an und dann hier rum und dann so und dann... Oh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich freue mich drauf.